So, Ja, hallo, hi, herzlich schönen willkommen. Montag, Vielen Dank, Christoph. dass ihr so zahlreich eingetroffen seid in diesem wunderschönen Auditorium. Ich habe für euch ein Oh, bisschen was gut. mitgebracht, ein paar Bilder zum drüber reden. Ich habe nur eine einzige Videoszene, weil ich eben nicht wusste, wie gut das klappt. Ihr wisst ja, Technik ist immer wieder ein Wagnis. Ich habe mitgebracht zu Anfang erstmal eine Szene aus der Apple Keynote. Ich hoffe, ihr wisst alle, worum geht. Ich möchte mit euch ein bisschen darüber reden, über Apple und Apples Nicht-Metaverse-Strategie und wie das eine trotzdem mit dem anderen zusammenhängt. Also ihr wisst alle, dass Apple Vision Pro, dieses Produkt von Apple, eine neue AR-Brille werden soll. Das habt ihr mitbekommen. Okay. Etwa, ja. Gut, dann ich habe aus der Geschichte hier ein paar Szenen mitgebracht. Ungefähr das Interface aussehen, wenn es denn mal rauskommt. Das hier sind jetzt ein paar Browserfenster, die man so auf einen Schreibtisch frei platzieren kann. Webseiten können 3D-Objekte umfassen. Man sieht hier sehr schön, wenn man jetzt von der Seite mit der Vision Pro an die Webseite rangeht. Dann sieht man, dass tatsächlich die 3D-Inhalte auch vor dem Monitor schweben und dass man sie auch herausnehmen, frei bewegen kann. Das ist gut. Ja, so viel zum Thema Marketingversprechen, was das Ding so alles können kann. Halleluja, wir sind alle gerettet. Die ferne Zukunft ist schon in der Gegenwart. Zurück in die Zukunft, weil wir hatten gerade das Thema. Es ist schon alles da. Ja, wie wir alle wissen. Ist auch der Weg vom iPhone 1 zum iPhone 12, 13, 14 und den Evolutionsstufen und den Fortschritten auch doch ein paar Schritte. Wir reden momentan davon, dass im nächsten Jahr mal die Vision Pro in Klammern 1 rauskommen soll. So, mal jetzt ein paar eigene Renderings, um nochmal zu beschreiben, was das Ding können soll. Ich soll damit in der Lage sein, denk dran, was machen wir hier gerade? Wir nutzen gerade auch ein VR-Tool, um gemeinsam eine Konferenz durchzuführen. Ich werde in Zukunft mit der Vision Pro in der Lage sein, eine Präsentation, wie links zu sehen, zu präsentieren. Parallel dazu können auch mehrere Leute über Videocalls zugeschaltet sein. Es wird dabei Alter. möglich, Verzeihung? Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gleich rein. Man wird dabei in der Lage sein, eine weitere Person auch mit Brille so gesehen einzubinden. Damit kommen wir zu einer wichtigen Geschichte, was Apple schon von seiner Benennung von verschiedenen Dingen anders macht. Es gibt bei Apple keine Avatare, sondern es gibt dort die Persona. Habt ihr ein Gefühl, warum die nicht von Avatar reden? Nee, leider nicht. Gibt zwei Nein. Gründe. Es gibt zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist das Thema Religion. Avatar ist ein Begriff aus dem indischen oder aus dem indischen, also Buddhismus und so weiter, und bezeichnet eigentlich eine Gottesgestalt, die auf der Erde wandelt. Stell dir vor, wir würden im christlichen Sektor das Ganze Engel nennen. Wie viele fundamentale Christen würden sich dann beschweren, wenn wir von Engeln statt Avataren reden würden? Oh. Ja, das ist der eine Punkt. Okay. Und Apple ist ein international agierendes Unternehmen. Jetzt muss man überlegen, wie ist dieser Begriff Avatar in die VR-Welt gekommen überhaupt, dass dort der Begriff mal so gesehen Fuß gefasst hat. Geht ja zwei Spuren so gesehen in der Worthistorie, wenn man so möchte, zurück in der Geschichte, wie der Begriff zur VR gekommen ist. Das eine ist VR und Rollenspiel, Fantasy. In dem Umfeld gibt es ja schon lange den Begriff auch Avatar, weil eben Göttergestalten, die auf der Erde wandeln, ja, soll im Fantasy-Bereich ja schon öfter existiert haben. Ja. Und der Ja. andere ist, VR-Nerds treffen andere Nerds. Und es gab ja schon früher den Begriff Gravatar. Kann sich einer noch daran erinnern, wer früher schon am Bloggen war, vor 10, 15 Jahren? Da Ja. gab es schon eine Plattform, die hieß gravatar.com. Da konnte man ein Profilbild hochladen und egal auf welchem WordPress-Blog man einen Kommentar geschrieben hat, wenn man sich dort eingeloggt hat, konnte man mit diesem Profilbild dort entsprechend
entsprechend seinen Kommentar schreiben. Und daher stammt Begriff Gravatar. Und ein Gravatar, das mit G-R davor, ein GR-Avatar, ist eigentlich so gesehen der Über-Avatar. Okay. Ja, aus diesen historischen IT-Nerd-Ableitungen stammt so gesehen, dass der Begriff eigentlich straight away direkt in die klassische VR-Bubble hineinmarschiert ist. Und Apple sich natürlich als international tätiges Unternehmen überlegt, möchten wir, für die ist auch Indien ein Markt, möchten wir mit einem Produkt auf den Markt kommen, das in diesem Land mit dem Begriff Engel vielleicht bei einigen Leuten zu Missfallen führen würde. Vermutlich nicht. Jetzt ist Microsoft ja auch ein Unternehmen, was weltweit aufgestellt wird. Und jetzt kommen wir zum zweiten Grund. Mit Avatar. Achso, okay. Dann macht das. Jetzt kommen wir zum zweiten Grund. Also das ist so gesehen der eine Grund. Und Apple geht da bei sowas eben. Schaut mal, Apple ist die Firma, die USB eingeführt hat. Und Apple ist die Firma, die mit als erstes USB-C an den Rechnern eingeführt hat und sich ganz klar gesagt haben, was schert uns der Kram von gestern? Ja? Apple ist auch das Unternehmen, das ganz klar sagt, wir versuchen uns auch mit Begriffen ganz klar von allen anderen abzusetzen, wenn es geht. Das schon, also ja. Es gibt einerseits die, sage ich jetzt mal, religiöse Komponente und das zweite ist einfach vom Marketing, wir nennen den Kram nicht so, wie die anderen ihn nennen. Genau. Weil wir damit auch die Deutungshoheit von Begriffen für uns selbst definieren können. Ja, so, also nochmal kurz zurück hier zu dieser Konferenzgeschichte. Ich kann mit zwei Menschen können mit diesen Persona-Avataren an solchen Konferenzen teilnehmen, alle weiteren per Videokonferenz. Das kann sein FaceTime, das kann sein Teams, Zoom, ich glaube WebEx ist auch noch als Partner dort im Gespräch oder die dort auch entsprechend eine Lösung bauen wollen. Oder anbinden wollen. So, das mal nur so ganz kurz als Thema zu diesem Screenshot. Ja? Wir bauen uns gerade ein eigenes komplettes Studio als für solche Renderings. Bauen wir nochmal um. Wir hatten schon eins, damit wir solche Sachen direkt auch gleich alle visualisieren und zeigen können. So, was auch geht, ist mit bis zu 5 Personen gemeinsam, meinetwegen an einem Tisch sitzen, und sich gemeinsam 3D-Objekte, AR-Inhalte anschauen. Ja? Bis zu 5 Brillen an einem Tisch können gemeinsam Multi-User, Multi-Objekt AR-Kram machen. Das ist alles Sachen, die so nicht in der Keynote direkt zu sehen waren, aber die vielleicht für euch ganz wichtig sind im Sinne von, was geht mit dem Ding. Müssen die Leute dafür in einem Raum sein oder können die auch disloziert sein überall? Es wird auch, jetzt müssen wir unterscheiden zwischen zwei Dingen. Also einerseits 5 Leute an einem Tisch, ja, oder 5 Brillen mit einem Shared Space. Und das andere ist das Thema Remote-Situation. Remote wird nochmal noch eine andere Lösung existieren, die wird auch iPad und iPhones umfassen. Okay. Das nennt sich nämlich dann SharePlay. SharePlay gibt es ja schon seit ein paar Jahren. SharePlay ist auf iPad und iPhone eigentlich die Möglichkeit, glaube ich auch auf dem Mac inzwischen auch, dass ich mir mit Freunden gemeinsam Filme anschauen kann. Wir haben eben das Thema Kinoabend, ja, ein Remote-Kinoabend. Sowas haben inzwischen ja auch alle möglichen anderen. Und SharePlay wird in Zukunft auch die Möglichkeit umfassen, USDC-Inhalte, was das ist, erkläre ich gleich nochmal ein bisschen, ja, auch remote sich anzuschauen oder gemeinsam nicht nur anzuschauen, sondern gemeinsam auch mit zu interagieren. Okay, danke, Gerd. Gerne, darum bin ich hier. Also wenn ihr Fragen habt, immer gleich rein. So, jetzt mal wieder weiter an meiner Bildergeschichte. Wie steuert man den ganzen Scheiß? Weil es gibt ja keinen Controller. Das ist ja viel diskutiert und viel debattiert worden, aber auch an der Stelle gilt wieder mal, Apple sagt sich, was ist uns ist mal egal, was alle anderen machen. Wir schauen, was wir sehen. In den Use Cases, die uns interessieren, die beste Lösung ist. So muss man es ja ganz klar definieren. Und sie haben für sich definiert, das sind die Gesten oder die Befehle, die es da geben soll. Ja? Tap, Double Tap, Pinchen zum Festhalten und so weiter und so fort. Mehr geht erstmal mit der Gestensteuerung nicht. Stand heute.
aber was geht, sind auch Xbox- und PlayStation-Controller und ähnliche Dinge. Also für eine gewisse Art von Spielen gehen diese Art von Controller, aber die klassischen VR-Controller, die man ja auch braucht, um viele Standardspiele zu spielen, gehen nicht. Ja. Schade. Das kann man als schade empfinden, aber Apple sagt ganz klar an der Stelle, das ist so ähnlich wie viele Leute kommen mit einem Controller von der Xbox oder PlayStation wirklich gut klar? Wie viele Leute kamen mit einem Controller von der Nintendo Wii klar? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja, da ich das nie probiert habe, kann ich jetzt gar nicht sagen. Er ist so Idioten einfach, dass ich mit meiner Lebensgefährtin damit jeden Tag eine Zeit lang wirklich spielen konnte, weil du nimmst das Ding in die Hand und musst, stell dir vor, das ist ein VR-Controller ohne die ganzen Buttons oder nur mit einem Button. Du nimmst das Ding in die Hand und wedelst hin und her. Das versteht jeder. Ja. Und wenn du jetzt eine sehr gute Handgestenerkennung hast, was das Ding kann, dann kannst du dir theoretisch auch den Controller weglassen und musst nur noch, wenn du möchtest, mit deiner Hand wedeln. Das Problem war ja, als diese ganzen anderen älteren Lösungen, die es bisher schon gibt, was das Thema Hand, Gesten, Steuerung, Erkennung und Tracking und so weiter, eigentlich eher alle für die Grütze waren. Und Apple hat sich gesagt, okay, dann sorgen wir erstmal dafür, dass wir eine Controllerlösung haben, die so gut ist, dass sie so sicher funktioniert, dass man das Ding vielleicht sogar einfach komplett weglassen kann. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man für gewisse Anwendungen, in gewisse Spiele, vielleicht irgendwann nochmal was anderes später zulässt. Apple ist ja immer ein Meister des Weglassens und später in kleinen Schritten einzelne Sachen wieder zulassen. Ja, Apple Stift, gute Beispiel. Weil Apple immer sagt, zu viel Info auf einmal begreift die Oma nicht, die mit dem iPad herumspielt, das begreift vielleicht das Enkelkind, aber Oma soll auch mit dem iPad klarkommen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Apple hat nie uns Nerds als Zielpublikum. So ist es. Nee, tatsächlich. Guter Hinweis. Okay, das ist jetzt eine Folie von mir. Das andere war ein Screenshot von Apple. Das ist aus einer Erklärung, die wir immer für unsere Kundenprojekte verwenden, wenn es um den Themenbereich Smartphone oder iPad Augmented Reality geht. Da geht ja auch viele von den Gesten auch, ja, Objekt drehen, Objekt vergrößern mit Pinch Zoom und so weiter. Also die Sachen haben eine 1:1 Entsprechung schon in dem, was jetzt mit einem iPhone und iPad geht. Mit iPhone und iPad geht ja jetzt auch schon Gestensteuerung. Also jetzt nicht im Prinzip wie hier die Hand auf dem Bildschirm, sondern die Hand hinter dem Bildschirm funktioniert ja auch schon. Okay. Das wird nur bei vielen nicht beachtet bisher. Okay, von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt mal, also ich habe jetzt einfach Folien ein bisschen wild zusammengemissen, aber wir gehen jetzt mal durch. Wir gehen jetzt mal vielleicht auf Apples Roadmap der letzten 7 Jahre ein. Mhm. Ich selbst habe 2015 in München ein Unternehmen besucht, das hieß Metaio. Kennt das einer von euch? Metaio war eine Firma aus München mit, ich glaube, 300 bis 500 Mitarbeiter, mehrere Standorte in Deutschland, auch dann schon in den USA. Die waren ganz fett im Geschäft bei den Automobilherstellern, so gesehen mit Augmented Reality, mit iPhone und iPad und Android-Lösungen und hatten einen eigenen Augmented Reality-Browser im 3D-Space. Die haben das Ganze genutzt, die Autohersteller, für Wartung, Service und Supportlösungen. Damit, damit Mitarbeiter im Autohaus wissen, wie sie da irgendwas Service reparieren und weiter müssen. Dann wurde das Ding von Apple gekauft. Von heute auf morgen kriegen die ganzen Autohersteller eine freundliche E-Mail. Wir sind von Apple gekauft, sucht euch einen anderen Partner. Die Begeisterung, also wie gesagt, ich habe die paar Monate vorher besucht, die hatten damals gerade mit Ericsson gemeinsam einen ersten Hardware-Chip entwickelt, der in der Lage war, nicht mehr auf dem klassischen Prozessor zu laufen, des Smartphones, sondern so gesehen wie so ein Grafik-Coprozessor, das war die Idee, einen zweiten Chip einzubauen. Mit dem normalen Chip war ich in der Lage, sag ich mal, 2000 Punkte im Raum von einem Videofeed zu erkennen.
und damit Tracking zu machen. Mit dieser Hardware-Lösung war man aber in der Lage, 20.000 Punkte zu erkennen. Also Faktor 10-mal besser. Wie gesagt, Patente von Metallio und Ericsson. Dann wurde Metallio gekauft. Und 2 Jahre später kam Apple mit seiner ersten eigenen Lösung raus und hatte zu dem Zeitpunkt, was auch neu eingeführt in seine Hardware, in seine Chip-Architektur, die Neural Engine. Also sie haben den Patentkram von Metallio und Ericsson genommen und haben das mit zum Grundsystem gemacht der neuralen Engine in der A-Serie von deren eigenen Prozessoren. Mhm. Ja. Und wie gesagt, 2017 kam dann ARKit in der ersten Fassung raus und wurde seitdem immer erweitert. 2018 kam dann das erste Shared Experience raus. Das heißt, man war dann in der Lage, eben mit mehreren Leuten auch gemeinsam Inhalte zu erleben. Und da kam das Format USDZ so richtig zum Tragen. Wie gesagt, gehe ich gleich drauf ein. Und damit auch AR Quick Look. Erkläre ich gleich auch. Kurz einmal die Roadmap. Dann ging das Ganze weiter. 2019 haben sie dann das Ganze weiter ausgebaut mit AR Quick in der nächsten Ausbaustufe. 2021 war dann entsprechend Object Capture. 2020 war eben Spatial Audio nur dazugekommen. 2022 Room Plan. Ja, erst, also sie gingen einen ganz kleinen Schritt von erstmal überhaupt was in AR, dann Raumerkennung, ja, mit Object Capture, dann eine Raumplanung, einzelne Gegenstände im Raum erkennen, weil ich bin eigentlich jetzt schon mit meinem iPhone oder iPad in der Lage, mein Homeoffice so einzuscannen, dass ich es in Zukunft auf meiner Brille oder anderen Lösungen als 3D-Datei direkt verwenden kann. Apple macht eigentlich Folgendes bei solchen Geschichten. Sie bringen immer APIs heraus. Roomplan ist in anderen Apps als Funktion eingebaut, ist aber tatsächlich eine Betriebssystemfunktion von Apple. Das heißt, die Entwickler brauchen nicht die gesamte Roomplan-Scan-Funktion selbst programmieren. Sie sagen einfach nur, Apple, mach das mal. Ja. Und diese API, diese ganze API-Familie heißt Roomplan. Und es gibt, wie gesagt, die Demo-App, die kannst du aber nur installieren, wenn du selbst auch einen Entwickler-Account hast. Also wenn die Frage, gibt es die App? Ja, komme ich dran? Nö. Muss ich das? Nein, weil es gibt in anderen Apps integriert den ganzen Kram. So. Also ich hoffe, das hat geholfen. Zum Beispiel Metascan und so, oder was? Ja, das ist eigentlich alles Apple-Kram. Geil. Ja, krass. Ja, okay, so. Dann kommen wir zu meiner Nase nochmal. Bis dahin, glaube ich, habe ich euch eben noch dabei gehabt, dann, richtig? Okay. Dann war Schluss. Okay, also. Das da ist die HoloKit X. Das ist eine AR-Brillenlösung, die es jetzt schon ein paar Jahre gibt. Damit kann man, wie man sieht, mit dem iPhone, mit einem Spiegel, der ist da oben drin, AR-Inhalte, sich wie mit einer HoloLens vor die Nase projizieren. Ähnliche Lösung ist das hier, Zbox. Ja, das sieht jetzt vielleicht gewöhnungsbedürftig aus. Technologisch ist das aber eigentlich das, was Apple mit der Vision Pro auch macht. Ja? Ja. Sie nimmt das ist Kamerafeed, in dem Fall sind es nur 32 Kameras bei Apple mit der Vision Pro, ja. Hier sind es nur 3, und projiziert dann mir entsprechend vor die Augen jeweils einen Bildausschnitt für jedes Auge einzeln. So ähnlich wie damals das erste SDK für die Quest auch. War eigentlich auch nur ein Android-Handy mit 2 Objektiven da vorne vorgeschnallt. Cardbox, genau. Ja, genau. Also im Prinzip, genau. Ja. Und wenn ihr mich fragt, von diesen beiden Lösungen, welches ist die bessere, würde ich es ganz ehrlich sagen, ich hätte gern die Kopfhalterung von dem hier. Und von dem hier hätte ich den Rest. Aber das dann sind wir bei der Vision Pro, oder? Okay, aber wir sind jetzt in Frage auch, was ist die Preisklasse? Ne? Ich meine, so am Rande. So, das habt ihr dann auch vermutlich nicht mehr eben gesehen. Kennt einer von euch das Ding? Nee. Das ist die Mira. 2015 haben 3 US-amerikanische Studenten bei einem Gründungswettbewerb 10.000 US-Dollar gewonnen und haben da erst nur die Idee vorgestellt und haben mit dem Geld angefangen, ihre Firma zu gründen.
und haben geplant, eine Kickstarter-Kampagne zu machen. Sie sind aber in der Zeit von großen Industrieunternehmen angesprochen worden. Möchtet ihr nicht eigentlich größere Brillen entwickeln, außer nur eine kleine iPhone-Lösung? Und man muss ehrlich sagen, sie haben damals festgestellt, die Beschränkung damals, man muss jetzt sagen, 2017, ne, das war die Zeit vom ersten AR-Kit. Ja? Da war also auch technologisch von dem, was Apple selbst zur Verfügung gestellt hat, unterstützt hat, nicht so viel vorhanden. Ja, denkt man, das ist dann ja ne, zu Beginn der Roadmap von Apple und so weiter gewesen. Also haben die inzwischen, die Firma gibt es immer noch, die machen heutzutage aber so AR-Brillenlösungen für Bauhelme und ähnliches. Ja, also große Lösung für die Industrie. Diese Abteilung hatten sie aber bis vor kurzem immer noch. Und zwar am Tag nach der Apple-Entwicklerkonferenz gab es eine Presseerklärung von Apple. Wir haben Teile von Mira gekauft. Und zwar den Teil, der diesen Part betrifft. Das hier ist jetzt ein Foto von The Verge, auch aus dem Jahr 2017. Da kann man sehr gut erkennen, wie das Ding eigentlich funktioniert. Ja, oben kommt das iPhone rein. Kann man ganz gut erkennen, das ist sogar noch damals 2017, ne? Ein iPhone 5, 6, 7, was auch immer das da war, hat unten ja noch einen Button. Ja, das auch, genau. Ja, genau. Ihr seht schon, dass der Bildschirm ist geteilt. Das heißt, oben auf dem Display wird so gesehen stereoskopisch jeweils eine Teilinformation eingeblendet, die über ganz klassisch den Spiegeleffekt unten dann vom Auge schwebt. Ja. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Ja, so sollte das Ding eben aussehen. Und die Dinger, es sollte dazu auch einen Controller geben. Ja. Und ich selbst habe einen chinesischen Nachbau vor kurzem nochmal auf der Nase gehabt. Darum gibt es ein Foto von mir. Die Dinger kann man bei irgendeiner chinesischen Online-Plattform sich kaufen. Sieht nicht ganz so spacig und so vielleicht so nett aus, aber technisch ist es am Ende das gleiche Ding. Ja. Um was dafür zu entwickeln. Okay, die Dinger gibt es aber tatsächlich heutzutage zum Aufsetzen, die Mira-Teile, und zwar in Rot. Und zwar in den Universal Studios in den USA gibt es ja so eine Art, so was wie Disneyland. Und da gibt es eine Mario Kart Tour. Und dann kriegst du so ein Ding in Rot auf, damit du so eine rote Schirmmütze hast. Da ist ein Handy drin. Und dann kannst du so gesehen, wie in dem Spiel Mario Kart, irgendwelche AR-Einblendungen bei der Tour haben. Ja, also jetzt kommt die spannende Frage, was macht Apple mit dem ganzen Kram? Sie könnten, theoretisch haben sie alle Komponenten, die sie jetzt bräuchten, wenn sie wollen, um zu sagen, Kinder, wir bringen sowas für jedes iPhone raus. Im Betriebssystem haben sie alle Funktionen drin. Ja? Sie müssten ja nicht mal selbst jetzt diese Haltung selbst im Notfall bauen. Sie könnten auch dazu ein Made-for-iPhone-Programm herausbringen, ja, wie sie es bei anderen Zubehörkomponenten auch machen. Und in relativ kurzer Zeit, Stichwort dieses Jahr zu Weihnachten, ja, könnte unter vielen Weihnachtsbäumen für 100 bis 200 Euro so eine Halterung liegen, so oder so ähnlich. Und viele Menschen würden dann anfangen, irgendwelche AR-Geschichten damit mal auszuprobieren. Und zwar hands-free. Weil die Handgestensteuerung haben sie ja schon im Betriebssystem auch schon drin. Ob sie das tun oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Aber sie haben alle Komponenten. Erinnert euch eben nochmal an diesen siebenjährigen Fahrplan. Apple geht in kleinen Schritten zum Ziel. Und selbst wenn sie es nicht dieses Jahr rausbringen, vielleicht machen sie es erst nächstes Jahr oder vielleicht machen sie es gar nicht. Aber sie haben alle Komponenten da, um selbst wenn sie sagen, wir brauchen nur noch ein Zertifizierungsprogramm, jedes blöde Plastikgestell verdienen wir 20 US-Dollar dran oder wie viel auch immer. Ja, so ein Lizenzprogramm, wie sie es auch mit irgendwelchen Handyhüllen oder was auch immer machen. Ja. Möglich wäre es. Und sie könnten recht schnell damit die meistverkaufte AR-Brille am gesamten Markt sein. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, zu einem Thema, was ich vorhin erwähnt hatte. Ich hatte vorhin was gesagt von USDZ. Hat einer von euch davon schon mal gehört? Okay. Nur als Kürzel für 3D-Modelle.
Das sind halt Drehmodelle, genau. Ja. Da gibt es ja viele Plattformen. Es ist ja auch, sagen wir es mal so. Machen wir doch mal lieber einen kleinen Schritt erstmal in Richtung, was ist AR Quick Look? Und da kommt das andere gleich mit rein. Apple geht auch an der Stelle ein paar Dinge anders als andere Leute. Der klassische Weg gibt jetzt Smartphone oder iPad AR oder ihr wisst schon, was ich meine, so diese Geschichte. Ja? Der normale Weg ist, ich installiere dann auf meinem Smartphone eine App, ja. Unten drunter ist ein Betriebssystem und das, was ihr umrahmt seht, das installiere ich mir. Eine 3D-Engine, Unity, Unreal, was auch immer. Und dazu gehört in der App Bestandteil ist außerdem 3D-Daten und die Logiken. Mhm. Ja, was passiert dann? Wenn ich jetzt auf meinem Handy 10 solche Apps installiere, die sind jeweils ein paar hundert Megabyte groß, dann habe ich 10 mal 300 oder 500 Megabyte. Also habe ich 5 Gigabyte meinetwegen mal ganz schnell voll. Kann man so machen. Ist der eine Weg. Wir wissen alle, die Apps sind groß. Die mal auf die Schnelle runterladen, kann gegebenenfalls Zeit kosten. Ist das die beste Lösung? Nein. Gibt es Alternativen? Ja. Eine Lösung, die viele natürlich kennen, ist die berühmte Web-App. Man spricht da auch häufig von Web-AR oder Web-XR und solchen Geschichten. Häufig eingesetzt bei Android. Geht auch teilweise bei Apple. Was dann anders funktioniert, ist, ich habe das Betriebssystem, da drauf habe ich den Browser, der schon einen Teil der Funktion abbildet, aber nur einen kleinen Teil. Da drauf muss ich dann jeweils zur Laufzeit meine 3D-Engine herunterladen und die ganzen Daten. Das heißt, bei jeder Nutzung lade ich wiederum auch ganz viele Daten runter. Ist schon kleiner als meinetwegen bei der anderen Geschichte. Dafür kann es auch wesentlich weniger mit der webbasierten Lösung als bei der klassischen App. Da stellt sich die Frage, gibt es so gesehen das Beste von beiden Welten? Ja, das gibt es. Das nennt sich AR Quick Look. Apple only im Moment. Ist eine Lösung, bei der im Betriebssystem die 3D-Engine schon enthalten ist. Schon seit ein paar Jahren, nehmt euch an die Roadmap, die ich gerade gezeigt hatte. Seit 2018 gibt es das im Betriebssystem und wird jetzt schon genutzt. Ja? AR Kit wiederum setzt darauf auf. Fun Fact, ich hatte vorhin noch die Firma Metallio erwähnt. Erinnert euch, 2015 aufgekauft? Schon aufgekauft. Mhm. Ein Teil dieser Firma ist dann zu Apple gewandert und ein paar Leute, die Android-Entwicklung betreut haben bei Metallio, haben gesagt, wir haben keinen Bock drauf. Das war der Grundbaustein dieses Team für AR-Kit. Für die Google-AR-Lösung. Das heißt, Metallio-Firma, ne, ein Teil sind zu Google gewandert, sind dort die Grundlage geworden und der andere Teil ist bei Apple geblieben. Das heißt, die Grundkollegen, ne, das Internet ist ja immer nur ein Dorf, ist eigentlich ein relativ kleines Team gewesen, aus dem sich alles entwickelt hat. Aus München heraus. So, also diese Lösung in der Mitte ist zu sehen, ein ganz bisschen der Heilige Gral. Ich muss jedes Mal nur bei Anwendung die 3D-Daten und die Logiken herunterladen. Alles andere ist schon Betriebssystem. Und das entsprechende Dateiformat, mit dem geht das, so ähnlich wie eine PowerPoint-Datei, da ist ja alles andere, ist so gesehen, schon vorinstalliert. Das Dateiformat nennt sich USDZ. Unter anderem, und der Standard heißt OpenUSD, ist kein Apple-Standard. Ja, denn ich springe mal kurz ein paar Folien vor und komme dann wieder zurück. Sekunde. Wir machen mal ganz kurz einen kleinen Sprung. Machen dann gleich hier wieder weiter. Und zwar eine kleine Geschichte von USD. Kennt einer von euch die Firma, zu der dieses Symbol gehört? Pixar. Genau. Wem gehörte die Firma Pixar mit? Wer war da mal lange Jahre Chef auch? Steve Jobs. 100 Punkte für den Kandidaten. Richtig, genau. Nachdem Steve Jobs bei Apple rausgeflogen ist und dann eine neue Firma gegründet hat. Welche Firma? Next, genau. Da hat er damals einen Teil seines Geldes investiert, und zwar Leute von Industrial Light and Magic. Kennt einer von euch die Firma ILM? Mhm.
Das sind die Tricktechnik-Leute von Star Wars. Ja, ist der von LucasArts, das Tochterunternehmen, das die Tricktechnik gemacht hat. Früher die Stopptricktechnik, später die Computergrafik. Und diese Firma ist unter anderem auch die Geburtsfirma von Photoshop. Das wisst ihr auch, ne? Photoshop ist so gesehen auch bei ILM entstanden. Und ein Teil dieses Teams von ILM hatte damals auch einen eigenen Computer entwickelt, mit dem Namen Pixar, um noch bessere Computergrafik machen zu können für Filme. Aber die hatten einen strategischen Diskurs. Ein Teil davon wollte nur bessere Computergrafik machen für klassische Spielfilme. Also Spielfilme, Realfilmsequenzen um Computergrafik ergänzen. Und andere haben gesagt, das ist so gut, wir wollen Filme machen, nur noch mit Computergrafik. Das ist eine Art Glaubenskrieg, sage ich jetzt mal, zwischen diesen beiden Lagern. Und deswegen haben sich die Leute selbstständig gemacht, die sagten, wir wollen nur noch Computergrafikfilme machen. Und diese Firma, die brauchten dann Geld. Da kam Steve Jobs mit und hat gesagt, hier sind ein paar Millionen, lasst uns loslegen. Und dann war er für viele Jahre auch deren Geschäftsführer. Bis er bei Apple so wieder so vereinnahmt war, dass er gesagt hat, ich schaffe das nicht mehr. So, deswegen ist natürlich die Beziehung zwischen Apple und Pixar sehr, sehr gut. Historisch gewachsen, wenn man so möchte. Und Pixar hat vor Jahren schon ein echt großes Problem gehabt. Die wollten tolle Computergrafikfilme machen, aber das Problem war, es gibt so viele verschiedene Software-Systeme und jeder speichert die Daten in seinem eigenen Format. Und die sind nur semi-kompatibel untereinander, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, Dateninkompatibilitäten soll es auch öfter in der IT-Welt geben. Hier traf es auf jeden Fall auch zu. Ergebnis ist, die haben die Schnauze voll gehabt, haben gesagt, wir machen es andersrum. Wir definieren selbst einen Standard. Wir haben ja inzwischen eigene Entwickler. Wir definieren den Standard und sagen allen anderen, so soll es sein. Dazu haben sie auf der SIG-Graph, kennt einer von euch, das ist eine Computergrafikkonferenz. Das ist echt noch eine Leitmesse für diese Branche. Ja? Da haben sie 2014, 2015 auf einer Konferenz Folgendes gemacht. Es ging einer von denen auf die Bühne, nur ein Laptop, ein Gaming-Laptop unterm Arm. Ihr kennt das, Kabel reinstecken, ne? Wie hier, Bildschirm teilen, Kommando-Shell, also Textinterface, tippte eine Zeile an, drückte Enter. 3 Sekunden später war in Echtzeit gerendert eine Szene aus dem Film Findet Nemo zu sehen. In 3 Sekunden gerendert in Echtzeit eine Szene aus dem Film Nemo auf einem Gaming-Laptop. Eigentlich war die Präsentation damit zu Ende, wenn ihr wisst, was ich meine. Er hatte damit alles gezeigt, was man in dem Moment eigentlich zeigen musste. Das hat bisher kein anderer in der Geschwindigkeit hinbekommen. Weil dieser neue Standard, den die entwickelt haben für 3D-Grafikdaten, 2, 3 große Vorteile hat. Er ist sehr, sehr kompakt, er ist sehr, sehr effizient und rattenschnell. Und er ist historisch darauf ausgelegt, für Computeranimationsfilme, also für schon grafisch coole Sequenzen, schnell zu sein. Daraufhin gingen Mitarbeiter von Apple zu Leuten von Google. Erinnert euch, da gab es eine gewisse historische Beziehung unter den beiden und haben gesagt, hey, wir haben da echt was Tolles hier von unserem Partnerunternehmen Pixar. Wollt ihr mitmachen? Und die Google-Leute haben sich das angeschaut und die Techniker wollten, aber die Konzernspitze hat gesagt, nein. Die Gründe, kann ich gleich darauf eingehen, komme ich gleich nochmal. Aber erst nur, damit ihr versteht, wie sich manchmal Dinge entwickeln. Und was ist jetzt USD? Naja, GLTF kam dann auch heraus. GLTF ist der von Google basierte Mitstandard. Google wollte eins. Google wollte jetzt aber keinen technologischen Standard, der auch in der Lage ist, das geile große Zeug mit abbilden zu können, sondern die wollten nur eine Lösung, klein, kompakt für ein Handy, für Browser. Vor allen Dingen ganz wichtig, für Browser. Weil was ist die technologische Standardschnittstelle bei Google? Chrome. Und Chrome ist ein Browser.
Das heißt, alles, was Google macht, muss über den Browser laufen können. Und USDZ, der Ansatz, war nicht der Browser, sondern Funktionen im Betriebssystem. Stichwort Google Analytics und ähnliche Geschichten laufen damit nicht. Das wiederum alles wollte natürlich Google nicht. Google wollten ganz klar immer Chrome als technologische Grundlage für alles haben. Es gibt da zwei Dateiformate, einmal GLTF und USDC, ein binäres Format geht da auch. So, aber USD, so richtig in Rollen kam das zwar erst dann 2016, gibt es mehrere Formate. Da gibt es einmal USD, das ist Text oder binär. USDA ist ASCII, das ist also wirklich eine Textdatei wie ein HTML-Dokument, das du aufmachst, von oben nach unten durchlesen kannst. Dann gibt es USDC, binäres Format, und es gibt USDZ, ZIP. Und in eine ZIP können mehrere, ist ein Containerformat, können mehrere von den anderen Geschichten drinstecken. Apple hat zusätzlich noch ein eigenes Format rausgemacht, das nennt sich Reality, ne, Sternchen.Reality. Ist ein kopiergeschütztes Format, wo kein anderer reinschauen kann, was für Industriekunden oder für viele copyright-geschützte Anwendungszwecke wiederum ganz praktisch ist. Und das kann ein paar Dinge mehr als die anderen können. Aus dem Themenbereich interaktive Inhalte. Kommen wir gleich zu. So, und die Metaverse-Standardisierungsgruppe setzt auch auf USD und sagt, für browserbasierte Geschichten kann man daraus GLTF für WebXR exportieren. Aber auch dort, der Industriestandard ist USD und Ausgabeformat gegebenenfalls ist mal ein GLTF. Für den Kleinkram. So, jetzt nochmal die beiden Kisten im Vergleich. Ich vermute, das wisst ihr, so was ich hier zeige, aber ich habe zur Sicherheit mit dabei. Erstmal geht es darum, 3D-Daten zu haben. Auf die kommt eine Oberfläche drauf. Ja, also Oberfläche in Form einer Textur. Üblicherweise sind das PNG, JPEG. Oder die anderen Formate, die man sonst verwendet. Und darauf kann man dann noch wiederum Zusatzinformationen aufsetzen, wie zum Beispiel, wie glänzend ist der Gegenstand, ja, oder. Ja, das sind so die Geschichten. Und jetzt muss man sagen, wenn ihr jetzt gerade eine Meta-Quest oder sowas auf der Nase habt, dann sind die technologisch ja eigentlich ein Android-Handy. Ja, im Prinzip. Mhm. Ja, ein sehr hochgezüchtetes Android-Handy, aber im Prinzip ist das noch ein Android-Handy. Ja, das heißt, technologisch sind da eben gewisse Grenzen, was man eben ausreizen kann. Der GLTF-Standard ist in allen Bereichen USDZ unterlegen. Eine Ausnahme bei der Darstellung von Samtoberflächen sind die ein bisschen besser. Also wenn ihr unbedingt ein Samtoberteil anziehen wollt, dann werdet ihr damit auf jeden Fall an der richtigen Stelle im virtuellen Raum. Aber sonst gibt es eben ein paar Sachen mehr. Ja, alle Interaktionen, das ist, kann man eben auch alles in eine USDZ-Datei hineinpacken. Ja? Wie zum Beispiel komplette Game-Level, ja? Oder hier von uns Produktkonfiguratoren und so weiter. Geht alles direkt auch in der Datei. Und ich brauche nichts weiter runterladen. Was eben auch geht, ist im Standard generell vorgesehen, Apples Editor kann das nicht. Wir haben Zusatzeditor-Funktionen entwickelt. Das heißt, wir sind auch in der Lage, mit dem, was wir so tun, mehrere einzelne AR-Objekte frei beweglich zu machen. Also du kannst das Sofa einzeln irgendwo hinstellen, kannst den Hocker und den Sessel frei bewegen. Sowas in dem Beispiel. Ich habe jetzt mal alle Geschichten rausgelassen mit QR-Codes, sonst könnt ihr was ausprobieren, aber ihr habt auch eine Brille auf der Nase, also macht das keinen Sinn. Ne? Genau, also und USD wird inzwischen unterstützt, Pixar, Apple, Nvidia, falls ihr vom Omniverse schon mal gehört habt. Das Omniverse von Nvidia ist USDZ komplett. Das heißt, die gesamte Industrial Metaverse, in Klammern das von Nvidia, dieses Omniverse, ist komplett Apple-kompatibel. Das heißt, wenn eine entsprechende USDZ-Datei aus dem Omniverse nimmt, ja, man muss sie ein bisschen überarbeiten, das gebe ich zu, und dann kannst du sie auch auf Apple laufen, Sachen Kram laufen lassen. Das ist ein Teil von dem, was wir heutzutage als Kundenprojekte machen.
Ja? Autodesk kennt ihr vielleicht, ist die Hersteller vom AutoCAD, von CAD-Lösungen. Die Automobilbranchenzulieferer sitzen gerade dran, ihre Fahrzeugbauteilgruppen als 3D-Objekte USDZ-fähig zu machen, weil die Automobilhersteller in Deutschland sagen, Kinder, du willst uns einen neuen Sitz anliefern, die 3D-Daten dazu, ne? Die lieferst du uns auch mal gleich als USDZ. Okay. Adobe unterstützt, und klar, die gesamte Hollywood, viel Spielfilmbranche und so weiter, alles setzt auf USD. So, genau, jetzt habe ich hier noch ein kleines Beispiel, wie Apple das Thema Metaverse eigentlich ansieht. Also ihr wisst ja, Apple und Metaverse ist eher so nicht eins. Allein schon wieder, sie verwenden den Namen nicht. Ist ein Video von mir. Kann ich euch auch, wenn ihr möchtet, mal einen Link zu schicken. Es geht darum, wie wird aber Apple in Zukunft das Thema Metaverse, auch wenn sie es mit auf Teufel komm raus nicht so nennen, wie werden sie mit dem Thema umgehen? Wer den Roman Snow Crash tatsächlich mal gelesen hat, hat das einer von euch? Yep. Da gibt es Portale. Mhm. Also ich nenne es jetzt mal hier AR-Portale. Und Apple wird sehr stark eher in so eine Richtung gehen. Apples Ansatz ist ja generell zu sagen, es geht nicht darum, strategisch zu sagen, dass Leute voneinander ausgeschlossen sind, sondern es geht darum, dass Menschen miteinander interagieren können. Und dieses strategische, darum haben die auch dieses Monitor vor den Augen, damit die Augen da reingespielt werden. Weil es nicht wirklich die Augen sind, die von der entsprechenden Persona, die Avatar, also von dem Avatar in Gänsefüßchen, die Szenen. So, ich hatte ein paar Folien eben übersprungen. Darum nochmal ganz kurz auch den Teil. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, auch Fragen stellen. So, ne, nochmal Apple gegen Android an der Stelle. Was ist da so im Prinzip unterschiedlich? Es geht auch darum, wer hat welche Marktmacht? Wer kann tatsächlich wie viel Devices damit am Ende zur Verfügung stellen? Ja, die 1000 steht für 1 Milliarde. Wie viel AR-Kit-Handys gibt es an der Stelle? Ja. Und AR-Core ist die Lösung dann eben auf Google-Basis. Und da seht ihr, sagen wir, 950 Millionen im Verhältnis zu 122 Millionen. Der Punkt an der Stelle ist nicht folgendes. Zwar ist theoretisch Android in der Lage, AR-Inhalte darzustellen. Praktisch ist es aber so, dass ganz viele Android-Handys entweder ältere Bauart sind oder dass der Prozessor, die Kamera oder ähnliche Komponenten nicht auf, sagen wir so, teuren Komponenten basieren, ja, oder die Betriebssystemfassung ist nicht aktualisiert worden. Also ist der Link eigentlich tatsächlich eher beim 1:10 Verhältnis, obwohl es wesentlich mehr Android-Handys gibt. Also wenn es um Android geht, wäre der Balken ganz klar in Richtung Android. Aber alle Billiggeräte auf Android-Basis können den ganzen Kram nicht. Und wenn es jetzt darum geht, wer kann WebXR? Kennt ihr, habt ihr schon von 8th Wall gehört? Achte Wand? Yep. Ist eine total geniale Schnittstelle, um AR-Inhalte webbasiert auf Android und iOS zu entwickeln. Ja, kann tolle Sachen. Machen wir gerade ein Kundenprojekt für mit ausnahmsweise mal. Thema ist aber, es können am Ende auf Android-Seite nur 5-6 teure Tablets das Ganze vernünftig darstellen. Also ja, theoretisch ist Android und dann so gesehen gleich auf. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Geräte es können, ist man am Ende wiederum bei einem sehr schmalen Brett. Ja, darum sitzen wir bei sehr viel von dem, was wir tun, an der Stelle auf Apple-Technik. Genau, jetzt kommt die kleine USD-Geschichte, die hatte ich eben schon erzählt. Genau, das war nur so als kleiner Exkurs noch. Dann habe ich das, was ich euch erzählen wollte und wo ich Bilder zu habe, mal erzählt. Wenn ihr noch Fragen habt, ist jetzt die Gelegenheit. Puh. Ja, da sind super viele Informationen. Ja. Ich würde mal behaupten, dass ich bestimmt mehr als die Hälfte davon heute das erste Mal gehört habe. Zumindest in dem Zusammenhang, das ein oder andere schon, aber ja, das war super viel Information. Also ich danke dir von Herzen dafür. Ich bin froh, dass Robert das aufgenommen hat.
damit ich mir das doch mal irgendwann in Ruhe noch mal angucken kann. Fünfmal angucken, das verstanden, bis verstanden hast. Genau, ja, ja. Nachlesen kann, damit ich es besser verstehe. Es gibt auf meinem YouTube-Kanal noch zu ganz vielen